Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Ihnen vortragen die Beschlussempfehlung des Rechts- und Integrationsausschusses zum Gesetzentwurf der Landesregierung für ein viertes Gesetz zur Änderung des Hessischen Justizkostengesetzes, Drucksache 18/5724. Hierzu Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 18/6151. Der Rechts- und Integrationsausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD und Die Linke bei Enthaltung von Bündnis 90 Die Grünen den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Danke, Herr Kollege Meck, für die Berichterstattung. Sie hatten sich auch zu Wort gemeldet. Dann haben Sie 5 Minuten Redezeit. Sie haben das Wort. Jawohl, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da wir Diskussionen ja bereits im Rahmen der ersten Lesung ausführlich geführt haben, kann ich mich hier auf die Kernpunkte zu dem Gesetzentwurf beschränken. Es geht zum einen um die Einführung des Forderungsmanagements im Bereich der Justizkosten und zum anderen um die Einführung von Gebührentatbeständen für bestimmte Dienstleistungen, die Notare von Gerichten in Anspruch nehmen. Das Thema des Forderungsmanagements war der, ich sage jetzt mal, hitziger diskutierte Teil des Gesetzentwurfs. Wir sehen aber nach wie vor die Bedenken, die vorgetragen wurden, nicht bestätigt. Es geht darum, dass sich der Staat, also die Gerichtsvollzieher, in Zukunft bei der Eintreibung von Gebühren auch Instrumenten und der Hilfe von privater Unternehmen bedienen, was sie vorher eben nicht durften. Und diese privaten Unternehmen haben Instrumente, die den staatlichen Gerichtsvollzieher und den staatlichen Institutionen eben nicht zur Verfügung stehen, wie beispielsweise bei der Recherche, was Adressen angeht. Es handelt sich hier nicht, das möchte ich nochmal betonen, es handelt sich hier nicht um eine Übertragung hoheitlicher Aufgaben auf Private, sondern es geht lediglich darum, dass die staatlichen Stellen die Unterstützung privater Dienstleister in Anspruch nehmen. Der Staat behält hier kurz gesagt immer das Letztentscheidungsrecht. Insofern sind auch die rechtsstaatlichen Bedenken, die teilweise vorgetragen wurden, aus unserer Sicht nicht bestätigt. Auch datenschutzrechtliche Bedenken, die vorgetragen wurden, sehen wir nicht bestätigt. Der hessische Datenschutzbeauftragte ist im Vorfeld der Gesetzeserstellung intensiv eingebunden worden und hat auch hier kein Veto eingelegt, sondern hat gesagt, das sei alles in Ordnung. Insofern sehen wir hier die Bedenken nicht bestätigt und denken, man kann diese Instrumente hier durchaus einführen. Es bleibt auch nach wie vor die Frage, warum es dem Staat verwehrt sein sollte, hier bestimmte Instrumente in Anspruch zu nehmen, die im Bereich der Privatwirtschaft schon seit langem gang und gäbe sind, um hier die Effizienz der gerichtlichen Kosteneintreibung noch ein Stück besser zu machen. Wir sehen das als ein gutes Instrument. Insofern werden wir diesem auch weiterhin unsere Zustimmung geben. Der zweite Punkt betrifft die Einführung von Gebühren für eben bestimmte Tätigkeiten, die Notare bis jetzt kostenfrei bei Gerichten abrufen konnten. Viele Bundesländer haben hier bereits Gebühren eingeführt und wir als Hessen ziehen hier insofern nach. Und ich möchte sagen, es ist eine sinnvolle Maßnahme, auch wenn der ein oder andere Kollege, der betroffen ist, durchaus auch in der eigenen Fraktion das vielleicht auch anders sehen mag. Aber unterm Strich denke ich, es ist eine maßvolle Einführung von Gebühren, die dem Steuerzahler letzten Endes zugutekommt, die dazu beiträgt, den Kostendeckungsgrad in der Justiz noch ein Stück weit zu erhöhen. Und ich glaube, angesichts der finanziellen Herausforderungen, denen wir uns als Land auch gegenüberstehen, ist das eine Maßnahme, die durchaus verkraftbar ist. Ich komme zum Schluss. Mit diesen beiden Maßnahmen wird der ohnehin schon sehr hohe Kostendeckungsgrad der hessischen Justiz noch ein Stück weit verbessert. Es sind zwei kleine kosmetische Veränderungen, die ein bis jetzt schon sehr gutes Gesetz noch besser machen. Und deswegen werden wir diesem Gesetz auch nach wie vor mit großer Überzeugung unsere Zustimmung geben. Vielen Dank. Schönen Dank, Herr Kollege Meck. Für die